Tag und Moin Moin. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir mal ein Video zu dem Crossloader aus Digimon Cross Wars machen. So viele X. Ja, das ist kein Unboxing, weil ja, den hatten wir schon öfter mal auf und wir haben ihn auch schon öfter benutzt und sind auch schon durch, wenn man das so sagen kann. Aber wir wollten euch die Verpackung natürlich auch zeigen. Hier kann man halt sehen, was man im Prinzip machen kann. Das gehe ich jetzt nicht durch, weil wir das ja gleich so zeigen an dem Crossloader. Hier hinten kann man dann auch nochmal sehen, was man mit ihm machen könnte, mit Fernsehmusik verbinden, dann hier auch kämpfen mit der Code Crown. Hier war jetzt nur eine Code Crown abgebildet, es gibt aber zwei, die man auch separat kaufen könnte und verbinden könnte. Da im Prinzip auch noch mal, gab es aber drei, eine zum Runterladen. Neue Gebiete, Omega Shoutmon für Shoutmon Cross 7 zum Beispiel, habe ich aber nicht, weil sie einfach zu teuer ist und da auch eine Memory, die auch dabei war. Die ist hier jetzt nicht drin, da, Magna Angemon. Eigentlich für Vorbesteller gab es damals auch eine goldene. Ich weiß gar nicht mehr. Shoutmon Cross 4. Ja, genau, Cross 4 drauf. Hab vorbestellt, hab's nicht bekommen. Wahrscheinlich liegt es daran, weil es nur Japaner bekommen haben. Oder halt bei CDR. So. Das ist halt der Crossloader. Man sieht, er ist sehr klotzig, gerade hier hinten. Da kommen halt die Batterien rein, ne? Musiktechnisch, ne? Ja, da, ich habe ihn auch angemacht. Man sieht in Farbe. Waren die anderen Digivice es nicht, das war wirklich sehr schön. Man kann jetzt hier das Mikro ausklappen, sag ich mal. Wenn ein bisschen rot schräg ist, getan. Wenn rot ist, dann ist halt kein Signal. Grün bedeutet halt Signal. Dann nimmt er halt einen Ton wahr. Ich meine, gut, Shin, pfeif doch mal. Ja, es klappt nicht so ne, ganz. Klappt nicht. Also normalerweise oder könnte man jetzt auch spezielle Midis dran halten. Musstest und so du nicht weiter. So auch drücken? Ja, dann kommt halt was. Also man sieht ja dann halt vorher schon, reagiert er. Dann pfeift mal. Ja, ist ja sowieso egal, weil was nervt, das ist schön. Also man hat ja vorher gesehen, ob das Signal gut war oder nicht. Dann kommen verschiedene Digimon. Das Problem ist allerdings, das war jetzt eben Yukimi Botamon, also Snow Botamon, dass man auch gar nichts machen kann. Wenn wir reden, ist das sowieso egal, weil er darauf nicht reagiert. Überwiegend auf Midis, eigene, die dafür produziert wurden. Dann kommt auch manchmal einfach so eins und das finde ich gerade ziemlich scheiße, weil das blöd ist. Das ist natürlich Kuwagamon, wer hätte es gedacht. So. Für mich sah es aus wie ein rotes Barrowmon. Hier, das sind jetzt die Digimon, die ich schon habe. Ich habe irgendwann nochmal angefangen. Kann man ja so, denke ich, erkennen. So Beelzemon, Shoutmon, Dorulumon, natürlich Beelzemon Cross Wars, ne? Sparrowmon, Ballistamon, Ibunbumon und wie sie alle heißen, ist ja in dem Punkt auch egal. Hier sieht man ja mein Team. Man kann halt drei Teams haben. Das ist jetzt mein aktuelles. Zwei Plätze sind halt frei. Am Anfang hat man weniger. Ja, und das sind halt das meiste, was man kriegen kann. Mehr kann man nicht haben dann. Je nachdem, im Kampf verschwinden die auch manchmal. Und hier kann man dann dementsprechend auch andere. Entweder kann man den Teamführer auswählen, das sind bestimmte Digimon. Hier könnte ich hier zum Beispiel das Crosswars Greymon nehmen. Und wenn das halt Level höher gekommen ist, kann ich dann hier auch mehrere Digimon hinsetzen. Man sieht, hier kann man ja auch auswählen. Kamemon zum Beispiel. Und je nachdem, wenn sie in einem Kampf halt besiegt werden, sind sie je nachdem mal nach einem Kampf schon weg, mal nach dem zweiten. Ist jetzt bei dem einfachen nicht so schlimm, in dem Sinne, weil man sie so leicht wiederbekommt. Mal nach dem Kampf, mal durch die Midi, die es halt gibt, per Zufall, wenn man auch gar nichts macht. Gibt halt schon ein paar nette Digimon, die man dann auch kombinieren kann. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt nicht weiß, welche Digimon man alle kombinieren könnte. Weißt du schon? Nein, auch nicht. Also außer die Cross-Digimon, die weiß man ja. Hier kann man eine Quest machen, da gehe ich gleich nochmal drauf. Connect können wir jetzt nicht machen, ist klar, weil ich habe keinen anderen Crossloader. Ja, und leider ist Lobo auch nicht hier. Ja, da könnte man sich sein Team aussuchen. Da könnte man sich nochmal die Digimon so aussuchen und das weiß ich gerade. Ja, nee. Das ist der Crossloader, ein anderer Crossloader. Das eine weiß ich nicht, das müsste dieses Gerät gewesen sein. Shin, weißt du es? Könnte sein, dass das dieses Kadas Battle Terminal ist. Ja, und das andere Ding. Weiß ich auch nicht, aber das untere ist der Crossloader, also das auf jeden Fall. Es wird jetzt ganz kurz ein bisschen ruckeln. Meine Hand war ein bisschen. Ja, hier ist halt ein Buch. Da sieht man dann halt, welche Digimon man hat. Also ich kann es jetzt auch nicht anklicken und so, welche noch fehlen würden. Oder wie viele noch fehlen, sagen wir es mal so. Ich kann hier rumscrollen und so, also haben wir ja eben quasi gemacht. Hier sieht man ja auch, welche man so hat, aber das kann man auch alles außerhalb des Buches, wie ich es ja eben gemacht habe, machen. Also eher unbedeutend im Prinzip. Karte, ganz klar, kann ich nicht anklicken, weil
keine SD-Karte drin ist. Nee, das erste ist die Digi-Memory. Achso. Das zweite ist die SD-Karte. Da, man sieht es auch, er spinnt da rum. Könnte ich jetzt hier in dem Punkt, könnte ich da jetzt eine reintun, also entweder die Code Crown, die habe ich nicht, funktioniert aber auch eine ganz normale SD-Karte für eine Kamera zum Beispiel. Funktioniert da auch. Das obere ist die Digi-Memory, ist hier ja auch gut gekennzeichnet, kommen wir auch gleich noch zu. Ja, dann haben wir hier Musik, kann ich auch nicht machen, weil ich habe ja keine Karte drin. Wenn ich eine normale reinstecke, kann ich das Ding durchaus auch als MP3-Player benutzen. Kopfhörer. Ist natürlich nicht unbedingt zu empfehlen, ist zwar nett, aber wie gesagt, ja, die Musik ist nicht so gut. Da ist halt mein Name, Zuki. Das sieht man nicht. Okay, sieht man nicht, doch sieht man ein bisschen. Ja, ich glaube, mehr war da auch nicht, jetzt habe ich mich verdrückt. Ja, ich bin halt der General. Nö, mehr ist da auch nicht. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Setting. Schön übrigens, dass auch alles hier in Englisch steht, bis auf das. Ja, wo cool in a Wargame. Ach, ja. Ja, so Datendinger halt. Das war es auch eigentlich schon. Wahrscheinlich durch die Codecorn gibt es auch noch mehr, glaube ich. Hier könnte man den Sound einstellen. Hört man ja. Ist eigentlich auch ganz nett. Ja, und ich habe ihn natürlich aus wegen der Batterie. Und hier auch die Helligkeit. Also man könnte, wenn man wollte, auch im Dunkeln ja, mitspielen. Mach mal dunkel. Also, ja, so. Ja, das wäre jetzt dunkel und das ist halt hell. Ja, das sollte aber dunkel machen für die Aufnahme mal zum Testen, wie es da wirklich. Naja, finde ich nicht so gut im Prinzip. Ich mache es aber ein bisschen dunkler, so vielleicht. Ja, sehe ich das auch. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz einfach einen Kampf. Na, Moment, da Quest. Man sieht ja hier, das habe ich schon fertig, aber ich mache es jetzt trotzdem einfach mal, damit es natürlich nicht zu lange geht. So einen einfachen Kampf mit meinem ersten Team. Ja, schaut, man sagt, los geht's. Ja, das, was ihr hier hört, das zeige ich euch auch gleich. Ja, man sieht ja die Gegner. Battle. Ja, das erste ist halt, da suche ich mir halt jetzt ein paar Digimon aus. Ich nehme mir jetzt einfach mal die hier. Da unten, ich weiß nicht, das sieht man so schlecht, aber da ist eine Leiste. Die füllt sich immer, wenn ich Digimon besiege oder wenn meine Digimon besiegt werden und wenn die blau ist, kann ich einen Digicross machen. Ah, Mist, mit einer Hand kriege ich das nicht auf. Dann leg den Cross-Lord auch kurz hin. Ich lege ihn kurz hin, gute Idee. Vorausgesetzt, dass er da nicht so... Ja, wie gesagt, kommt gleich. Ja, dummerweise hat man auf die Kämpfe selbst keinen Einfluss sonst, also die laufen so automatisch ab. Ich kann ihn wieder in die Hand nehmen. So, ich kann ja jetzt nichts anderes machen, das ist halt Shoutmon. Wenn ich will, dass meine Leiste sich füllt, dann greife ich einfach so ein Bimbo da an. Und jetzt kommt natürlich auch der gegnerische General immer dran. Oh, der heilt, wie schön. Bringt ihm viel. So, hier könnte ich jetzt einen Cross machen, das wäre das zweite, geht aber ja nicht, weil meine Leiste nicht voll ist. Das andere, also das in der Mitte, mein Gott, so. Das ganz oben ist die Digi-Memory. Und wir nehmen jetzt einfach mal Marina Angemon. Da, Digi-Memory. So, die stecken wir dann hier oben rein. Und der halt doch nur, ist doch Schwachsinn. Was? Ja, das ist doch egal, ich wollte das einfach nur mal zeigen. So, dann sieht man so ein Bild. Und dann heilt er mich im Prinzip. Ich könnte jetzt auch natürlich andere nehmen, deswegen mir war das jetzt egal, weil es ein einfacher Kampf ist. Du hättest doch direkt Wargrade zeigen können. Ach, ist doch nicht so schlimm. Man hat jetzt auch gesehen, die hatten jetzt auch alle unterschiedliche HP, wobei Ballistamon, Durulumon und Starmon verschwinden nicht. Also die bleiben immer, aber andere können halt verschwinden. Ja, also man kann auch pro Kampf, also jetzt könnte ich keine zweite Memory benutzen, wie halt auch in Crosswords Anime, da kann man ja pro Gebiet auch immer nur eine benutzen. Also die eine benutzen halt. Warum guckst du mich so komisch an, Shin? Man konnte doch in jedem Gebiet die immer wieder neu fast nutzen. Ja, in jedem neuen Gebiet, aber in einem Gebiet musste sie sich dann erst regenerieren. Ja, aber man konnte trotzdem in einem Kampf mehrere nutzen. Ja, aber ich meine, es ist ähnlich im Sinne von, dass ich hier ja auch nur begrenzt nehme. Ja, ja, das also, ist klar. Ne? Also theoretisch gesehen, klar, man hätte jetzt in diesem Kampf zum Beispiel nochmal eine andere nehmen können, wie Wargreymon, wie Shin schon sagte, aber... Ja, hat man halt nicht, weil es sonst auch ein bisschen zu einfach wäre. Weil Wargreymon zum Beispiel, die haben ja verschiedene Effekte. Mein Arm greift, wird schwer. Dann nimm den anderen Arm. Weil Wargreymon greift, glaube ich, alle an. Wenn ich mich recht entsinne. Magna Angemon greift auch, glaube ich, alle an. Und dann hatten wir noch eine. Aber das weiß ich gerade nicht. Darkthrone, ja. Glaube ich. Jetzt ist ja sowieso oder? Nur noch Angemon. Nee, nicht Darkthrone, sondern... Das sehen wir ja auch gleich. Aber wir haben noch eine. Ja, insgesamt haben wir vier. Das liegt daran, weil einer halt dabei war beim Crossloader. Ja, schön. Ich sehe ja nichts, wenn du ja, da... Ja, tut mir leid, aber ich muss die Kamera halten.
Also eine war beim Crossover dabei und dann haben wir dementsprechend noch drei Crosswars-Figuren gekauft. Greymon, Melbourdramon, also Greymon, Crosswars, ne? Und Deckardramon, und da ist dann auch jeweils immer eine dabei gewesen. Weil insgesamt ist das sowieso so gewesen, wenn man irgendwas zu Crosswars gekauft hat, außer das Digimon Mini, war grundsätzlich eine Digimemory dabei. Oh, und natürlich, wenn man die Tasche gekauft hat, dann auch nicht. Ja, das war ein Kampf. Man kriegt nach dem Kampf auch Erfahrung, steht da ja auch. Dann kommt aber auch nur der General hoch. Da kriegt man jetzt auch ein paar Digimon. Puff. Und ich weiß gar nicht gerade, ich muss das einfach nochmal überprüfen. Das müsste bei Team sein. Eigentlich müsste man auch sehen können, ja, hier könnte man jetzt sehen, da, die kann man jetzt zum Beispiel alle crossen oder auch mit ihm halt. Aber ich meine, das ging auch in der Beschreibung an sich. Ist das bei ihm, nee, warte mal, oder stand das im Buch? Ja, ich habe ihn schon so lange nicht mehr benutzt. Es tut mir leid. Woran das nun? Ja, ich bin halt schon durch gewesen. Es ist auch ein ganz nettes Spiel für zwischendurch auf jeden Fall. Aber es ist auch ein bisschen, also ernüchternd, also wenn man durch ist, dann ist man durch. Ja, irgendwie kann man, weiß ich nicht, also, ah, doch, hier. Ja, hier kann man zum Beispiel gar nicht, ich weiß nicht, ich gehe mal auf ihn. Ja, zwei Kamomon würden so ein Schild ergeben, zum Beispiel. Oder ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass er auch zu irgendwas kann. Nein, er kann zu nichts. Nehmen wir mal etwas Vertrauteres. Ah, ich wollte mal gucken, ob hier... Cutemon. Ja, zum Beispiel... Ja, gut ist natürlich... Ja, aber ich guck mal hier so... Hä, Myotismon da. Zwei Myotismon ergeben einen. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Aber auch ein Item halt. Also sprich, man könnte die jetzt, wenn man die im Team hätte, auch miteinander dann crossen, wenn die Leiste voll wäre. Und ja, ist ja eigentlich ganz nett. Gibt natürlich auch viele verschiedene Möglichkeiten und so. Macht auch Spaß, aber wie gesagt, es ist dann doch nach einer Weile zu schnell durch. So. Das war der Crossorder. Hier einmal noch das kleine Zusatz. Die Tasche. So ein großer Oschen wie der Crossorder. Man kann ihn nicht gut transportieren. Die Tasche empfiehlt sich auf jeden Fall, insofern man billig drankommt. Weil Shin, wie teuer ist sie so durchschnittlich? Ist er Leviamon übrigens. Ah, Leviamon, genau. Ich meine, war sie nicht 20, 30 Euro inzwischen? Ja, meistens mit Code Crown oder auch mit dem Crossorder. Also es ist schon ein gutes Material. Für viel Memories ist halt Platz, geht hier auch gut zu. Aber beim Laufen wackelt sie ein bisschen. Ja, hier dann auch das Crossheart-Symbol, beziehungsweise Fusionskämpfer. Hier macht man dann natürlich auf, aber ich mag die Knöpfe nicht so. Insgesamt sehr sinnvoll, wie gesagt, wir haben nicht so viel Geld bezahlt. Nein, wir hatten Glück, wir haben sie, glaube ich, für 5 Euro bekommen. Also für 5 Euro und alles noch weniger. Runter. Ich glaube sogar nur 3. Nee, mit Versand waren es aber 5. Also 5 Euro kann man dafür bezahlen. Ja, war es nicht sogar nur 100 Yen etwas? Ja, okay, oder das. Also es war bei Amazon Japan, also von daher, wenn man da mal bezahlen tut, kaufen tut, dann kann man da auch billig drankommen. Aber, danke, Loro. Ja, aber ich denke ganz ehrlich, also mehr als 5 Euro würde ich dafür nicht blechen. Nein. Hält wahrscheinlich auch Regen ab. Ich bin mit dem Regen noch nie draußen rumgelaufen mit dem Ding. Aber wie gesagt, die Tasche empfiehlt sich, wenn man billig drankommt. Und ist wahrscheinlich das Nützlichste neben den Memories, weil die Code Crown ist zu teuer mit 30 Euro, 50 Euro. Und da tut es auch einfach eine ganz normale SD-Karte, zumindest für die Musik. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt das in den Kommentaren und wir hoffen, dass ihr auch einiges sehen und erkennen konntet. Und dann möchte ich noch eine Sache erwähnen. Ja. Dass man die Memories auch ein bisschen cheaten kann, indem man die... Ah ja, ein Tesafilm zum Beispiel drauf. Genau, indem man sie abklebt. Die Streifen, die Verbindung. Genau, ich zeige noch mal kurz die Streifen, besser ist es. Das heißt, die sind. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die hier zuklebt, könnte es sein, dass man zum Beispiel den Effekt von Greymon hat oder so, oder Garurumon zum Beispiel oder so. Greymon gab es, glaube ich, gar nicht, nein, aber Garurumon zum Beispiel, oder Metall-Garurumon. Ja, irgendwie so. Also, man kann die einfach abkleben in dem Punkt. Also, es ist billig, aber mein Gott, es ist nett, also reicht auch ein bis zwei Memories. Genau.